Normale Schiene, ja, aber der zeigt mir das nur so an. Ich will aber eigentlich. Ja, Holzschiene, die ist so langsam. Wenn will ich normale Schienen haben. Normale Leiste. Was ist das? Bronze. Refined Iron. Oh, Refined Iron kriegt man. Oh, dann mache ich die aus Refined Iron. Dann. Moment. Ich brauche. Da habe ich noch Eisenerz. Habe ich noch sonst irgendwo Eisenbarren, Aluminium, Iron Dust. Dann hauen wir mal den Dust hier rein. Das Eisenerz hauen wir hier rein. Hier sind noch. Und da ist noch Dust. Okay, dann lassen wir den mal ein bisschen arbeiten. Ich habe ja noch Dust ohne. Also ich habe ja noch Eisen wie Sau. Das Knochenmehl tue ich mal hier rein. Ja. Hallo? Lass mich. Ich will noch mal gucken. Lass mich gucken. Hallo. Verstärkte Leiste, Hochgeschwindigkeitsleiste, Holzleiste, moderne Leiste. Leiste. So. Genau, so war das. Bronze. Ach, in der Rolling Machine. Dann brauche ich eine Rolling Maschine. Und Stahlbarren kriegt man. Stahlbarren musste man irgendwie einschmelzen. Da braucht man, muss man sich so einen Ofen bauen, so einen bestimmten. Ich glaube, das wäre mit Stahl fast sogar effizienter. Dann muss ich mir jetzt schnell eine Rolling-Maschine bauen. Ups. Signalcontroller. Halt. Machine Frame. Heißt das Ding überhaupt so? Rolling Machine, Elektrolyse. OMG. Okay, nochmal. Leiste. Rolling Machine. Aber da das ja auf. Moment, kann ich hier eigentlich mal schnell auf. Ich sollte, glaube ich, echt auf Englisch spielen. Das wäre, glaube ich, ganz praktisch. Was? Ach. Du brennst, Kollege. Also müssten die Solar Panels. Aber wir haben keine Holzkohle mehr. Wei, oh wei. Moment mal. Ich habe doch da letztens noch was gesehen, was man verheizen kann. Das da. Alumentum. Ich verheize das jetzt einfach mal. Ist wahrscheinlich sehr teuer und sehr selten, aber. Das muss jetzt sein. Ich brauche Energie. Ja, Entschuldigung. Ich wollte gucken. Ich brauche die Rolling Machine. Dann muss ich mal kurz so durchgucken. Ich weiß ja so ungefähr, wie sie aussieht. Detektorschiene. Was passiert jetzt eigentlich, wenn ich hier drauf drücke? Dann kriege ich auch dieses Crafting. Okay. Nein, ich will eine Rolling Machine will ich haben. Range Trigger. Da sind so viele Sachen drin, die kenne ich gar nicht. Das sind die Mikroblocks. So, den brauche ich auch noch, den Cargo Manager nachher. Den muss ich auch noch bauen.
damit das Ganze auch wirklich automatisch funktioniert. Oh Gott, was es da noch alles gibt, der Wahnsinn. Wie macht man eine Rolling-Maschine? Bitte, danke. Das ist Computercraft hier. Railreader, Gate-Reader. Ich habe das Ding auch nur ein, zwei Mal gesehen. Also wir haben eins auf dem Second-Server haben wir eins stehen. Ich weiß gar nicht mehr warum. Warum haben wir eigentlich einen Railer gemacht? Oder wozu wir den gebraucht haben? Ich bin gerade überfragt. Moment. Wir haben ja gerade das Railcraft-Wiki offen. Warum? Wie heißt denn das Ding? Zufix? Gibt's hier keine Übersicht? Ich brauche eine Übersicht. Ich will Tankcard, Tunnelbohrer, Detektorblocks. Installation, FAQ. Vielleicht steht im FAQ was drin? Nö. Guide. Getting started. Schauen wir doch mal, was da drin steht. Rolling Machine. Nicht Railing, sondern Rolling Machine, ich Depp. Das habe ich vorhin auch eingegeben. Okay, Moment. Ich habe das jetzt hier. Ich brauche Holz. So, dann brauche ich eine Crafting Bench. So, dann brauche ich Kolben. Jetzt brauche ich Redstone. Ich brauche Koppel. Eisen habe ich im Inventar. Ich glaube, ich brauche sogar noch mehr Holz. So. Der Kolben ging... Oh Gott, wie ging der Kolben nochmal? Ich brauche auf 4 Kolben. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. So. Dann brauche ich Redstone, brauche ich Eisen. Und ich brauche Holz. Ach, man sollte auch richtiges Eisen nehmen. So. 1, 2, 3, 4. So, die werden so angeordnet. Die Crafting Bench in der Mitte und Eisen drumrum. Ha. Walzmaschine. Okay. Gut. Eine Walzmaschine. So. Und wenn ich jetzt hier das Refined Iron so reinpacke, müsste ich... Ach nee. Ach, das bleibt drin. Das ist ganz gut. Ich brauche nämlich, um das Ding zu betreiben, brauche ich Energie. Ich brauche eine... Rotstein? Nee. Scheiße, wie hieß denn das Ding? Da, unten ist es. Ach, Redstone-Motor. Okay, gut. Der geht mit einem Piston. Machen wir uns noch einen Piston. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. So, ich habe 1, 2 Holzzahnräder habe ich gemacht und ich brauche Glas und Holz. Habe ich alles da? Gut. Pisten, Zahnrad, Zahnrad, Glas und so. Und dann brauche ich noch einen Lever, also einen Schalter. Ich denke immer noch in dem Englischen alles. Hoppala. So, und dann... So, hoppala. Ach, verdammt.
Ja, wie mache ich denn das jetzt am besten? Oder ich müsste das Ding eigentlich irgendwo anders hinstellen. Eigentlich Moment, I have an idea. So. Dann. Weil es ist eigentlich doof, wenn ich da jetzt den Hebel hinmache. Habe ich eigentlich schon. Ich habe doch, glaube ich, schon mal was auseinandergesägt, wenn ich mich jetzt nicht irre. Genau. Schauen wir mal, ob das geht. Wenn ich jetzt noch eine Pressureplatte... Aber nee, warte mal, ich habe da noch eine gehabt. Nee, die habe ich verheizt, glaube ich. Eine Pressureplatte und ein Stück Redstone. So. So. Na? Okay, das geht nicht. Ach Quatsch, ich bin doch eigentlich... Aber dann bin ich ja im Keller drin, oder? Nee, bin ich nicht. So. Dumm, dumm. Halt, ich will da hoch. So, Moment, den machen wir mal kurz weg, um zu gucken, ob das auch geht. Nee. Okay, das geht. Dann muss ich mich praktisch einfach nur da drauf stellen. Der craftet mein Zeug, richtig? Okay, er kriegt. Click to craft. Ich klicke. Ah. Aber er kriegt Energie von dem Ding da unten. Aber ich sollte. Nee, ich glaube, ich lasse das dauerhaft laufen. Ich lasse das Ding dauerhaft laufen, weil sonst mache ich da eine Torch hin. Weil solange das Teil ja Output hat, also solange es den Output irgendwo reingeben kann. Ah, ich bin ja doof. Wird es auch laufen. Also wird es... Die Redstone Engines, die können explodieren. Das ist ein weit verbreiteter Irrtum. Sie können wirklich explodieren. Aber nur, wenn sie ihre Energie nicht abgeben können. Also wenn sie kein Output abgeben können. Wenn ich das Ding jetzt einfach nur hinstelle und einschalte, dann kann es sein, dass das Teil in die Luft fliegt. So, das Holz tun wir mal auch wieder da rein. Bäh. Die Scherbe tun wir da rein. Den Hebel, den brauchen wir bestimmt nochmal. Und es wird dunkel. Kann ich schon ins Bett gehen? Nein. Ah, weil hier ist schon wieder Ebbe. Ja, ja, der liebe Strom. Kann ich jetzt schon ins Bett gehen? Ich will ins Bett gehen. Na gut, dann essen wir halt erst noch was zum Abendessen. Nom nom. Kann ich jetzt ins Bett gehen? Nein. So, passiert da jetzt was? Das Ding muss auch erstmal aufheizen. Stirling-Motor. Das Problem ist, der kann überhitzen. Der funktioniert mit Kohle. Da, bei dem muss man nämlich aufpassen. Ich bin mir ja eh noch nicht sicher, wie ich meinen Quarry betreiben will. Also ich habe ja die Ölquelle da hinten. Und ich wollte eigentlich schon immer mal, hoppala. Ich wollte eigentlich schon, immer mal mit Öl arbeiten und das dann zu, zu Treibstoff weiterverarbeiten. Soll ich schnell was trinken? Ja. Das zu Treibstoff weiterverarbeiten. Hallo, reicht das jetzt nicht oder was?